Jo Freunde, was geht ab und willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video zeige ich euch mal, wie ihr viel besser im Bauen werden könnt, wenn ihr noch Anfänger seid. Also falls du noch nicht so gut im Bauen bist und noch ein Anfänger bist, dann ist dieses Video genau das Richtige für dich. Ich werde dir nämlich in diesem Video zeigen, wie du Double Edits, 90s und ein paar andere Sachen machen kannst. Außerdem werde ich euch auch eine richtig gute Einstellung zum Bauen zeigen, die ihr bestimmt noch nicht drin habt, wenn ihr Anfänger seid. Aber bevor es wirklich losgeht, wollte ich nur noch mal sagen, dass ihr gerne meinen Creator-Code Danny-OG im Itemshop eintragen könnt. Ihr könnt natürlich auch gerne ein kostenloses Abo dalassen und falls ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, auch die Glocke aktivieren. Wird mir sehr helfen, wir sind auf dem Weg zu den 1200 Abonnenten. Und ihr könnt auch gerne ein Like und einen Kommentar für den Algorithmus dalassen. Aber jetzt geht's wirklich los. Natürlich könnt ihr das Bauen am besten im Kreativmodus trainieren. Dafür müsst ihr dann einfach eine Map anmachen, wo ich euch jetzt den Code zeigen werde. Wenn ihr dann hier drin seid, könnt ihr erstmal Waffen nehmen, falls ihr gegen einen Freund spielt, aber weil ihr jetzt da seid, um nur Bauen zu trainieren, braucht ihr auch keine Waffen. Aber jetzt zeige ich euch erstmal noch die Einstellungen, die ihr braucht, um besser im Bauen zu werden. Dafür geht ihr einfach in die Einstellung, auf das Zahnrad, dann runter zu Gebäude und dann hier unten Bearbeitung beim Loslassen bestätigen, muss auf an sein. Das bedeutet quasi einfach, dass ihr, wenn ihr jetzt zum Beispiel hier was editieren wollt, dann macht ihr erstmal das Edit rein, was ihr haben wollt. Und eigentlich müsstet ihr jetzt noch bestätigen drücken. Aber weil ihr das gedrückt habt, müsst ihr einfach nur loslassen und schon kommt das Edit. Das Ganze geht natürlich auch mit allen anderen Sachen, zum Beispiel mit dem Boden. Ich wähle erstmal das Edit aus, lass los und schon ist geeditet. Die ganze Einstellung hat natürlich auch einen einzigen Nachteil. Nämlich ist das Delay dann ein bisschen höher als beim Bestätigen. Aber das bemerkt man, wenn man nicht der größte Pro-Player ist, auch nicht. Aber ich denke mal, ihr seid damit trotzdem schneller im Bauen als sonst, weil sonst müsst ihr ja immer noch Bestätigen drücken. Das war's jetzt mit der Einstellung, jetzt geht's auch schon los mit dem Bauen. Eine Bauart, die man sehr häufig bei Spielern sieht und die jeder können sollte, sind die 90s. Also 90 Grad Drehung. Das heißt, ihr setzt erstmal einen Boden, zwei Wände und eine Treppe. Dann geht ihr auf die andere Seite, macht das gleiche hier und so. Dann geht ihr hier hin, macht das gleiche so und springt wieder und baut wieder. Dann dreht ihr euch wieder einmal um 90 Grad, macht hier wieder eine Wand hin, zieht hoch und macht wieder so. Und das Ganze macht ihr dann mehrmals. In schnell sieht das dann so aus. Natürlich passiert es auch manchmal, dass hier neben dann noch sowas gebaut wird. Aber das ist nicht so schlimm. Natürlich gibt es auch eine etwas einfache Form von den 90s. Dafür braucht ihr einfach eine Treppe erstmal. Und dann einfach so wieder das gleiche im Prinzip, aber halt ohne Boden diesmal. Und dann macht ihr die ganze Zeit so. Das heißt, ihr macht eine Treppe, die zwei Wände, wie davor auch, nur ihr macht halt keinen Boden. Dann macht ihr hier wieder eine Wand hin, hier auch eine Wand, springt dann und macht die Treppe hier hin, aber keinen Boden. Das Ganze ist natürlich viel einfacher, aber man kann dann auch leichter runtergeschossen werden. Die nächste Bauart ist, wenn ihr einen Gegner seht, dann ist es ja schlau, sich hochzubauen. Da kann man natürlich einfach so machen und nur Treppen bauen oder zwei Treppen immer bauen, also so. Aber eins der einfachsten Sachen, was auch relativ sicher ist, ist, dass ihr Treppe, Wand, Boden macht. Das heißt, ihr macht einen Boden, eine Wand und eine Treppe und das macht ihr die ganze Zeit. Eigentlich geht das in einer anderen Reihenfolge, deswegen heißt es auch Treppe, Wand, Boden und nicht Boden, Wand, Treppe. Aber man kann es auch Boden, Wand, Treppe nehmen und es so machen. In der Form, wie es eigentlich geht, ist natürlich dann Treppe, Wand, Boden. Das heißt, ihr macht zuerst die Treppe, dann den Boden und dann die Wand, aber ich finde, das ist schwieriger. Das geht natürlich auch, aber halt ist es schwieriger, finde ich. Ich mache das immer so und würde es euch auch stark empfehlen. Einfach erst den Boden, dann die Wand und dann die Treppe. So etwas Ähnliches gibt es auch, nur ein bisschen schwieriger. Dafür macht ihr erst einmal Treppe, Wand, Boden. Dann guckt ihr ein bisschen nach unten, macht hier eine Treppe hin und wieder Treppe, Wand, Boden. Dann macht ihr unten wieder eine Treppe hin und wieder Treppe, Wand, Boden. Manchmal klappt das dann nicht, weil man nicht zu weit nach unten guckt. Um sich das zum Gegner hochbauen ganz einfach zu machen, könnt ihr auch einfach eine Treppe machen und dann immer nur eine Wand, das heißt so. Und dann, wenn ihr einfach nur noch hoch wollt und nicht mehr nach vorne, könnt ihr dann einfach so machen und die 90s machen mit Boden oder ohne Boden halt. Jetzt kommen wir zu einer etwas schwierigen Form des Hochbauens, nämlich das Double Edit. Dafür müsst ihr erstmal das eine Edit können. Dafür baut ihr einfach eine Treppe, einen Boden und macht dann das. Ich denke, das ist selbsterklärend. Die schwierigere Form davon ist dann einfach so, dass ihr eine Treppe macht, darauf einen Boden und eine Pyramide und das dann beides editet.
Um das zu lernen, könnt ihr erstmal ganz viele Treppen hier bauen und da dann ganz viele Double Edits hin machen. Und dann das einfach nur editen und die Bewegung lernen. Das Ganze gibt es dann in noch schwieriger und das nennt sich Triple Edit. Dafür baut ihr dann eine Treppe, wieder einen Boden, wieder einen Cone, wieder eine Pyramide, editet beides und baut dann erst die Wand hier hin und editet die auch. Wenn ihr das noch genauer erklärt haben wollt, könnt ihr einfach mein letztes Video anschauen, wo ich das sehr doll erklärt habe. Das Ganze könnt ihr natürlich dann auch wieder aufbauen, um die Bewegung zu lernen. Das Ganze gibt es auch noch in einer einfachen Version, zumindest ein bisschen einfacher. Dafür macht ihr wieder erstmal das Double Edit hier hin, macht dann einmal ein Zweier Edit, einmal ein Einer Edit und dann die Wand und dann ein Dreier Edit. Jetzt zeige ich euch noch einen der einfachsten Hieroglyphics, den ich kenne. Ich glaube, der ist von Face Sway, aber ich weiß nicht genau. Dafür baut ihr erstmal hoch, macht dann Double Edit, editet beides, springt zur Seite, macht hier einen Boden hin, da eine Treppe, editet den Boden und dann könnt ihr einfach weiter Triple Edits machen oder so. Oder wenn ihr nicht vom Gegner getroffen werden wollt, macht ihr das einfach die ganze Zeit. Das heißt so, macht es wieder und immer in die andere Richtung halt. Nun ja, das war's jetzt mit dem Video. Natürlich hoffe ich wie immer, es hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt's doch gerne mit einem Like oder einem Kommentar. Aber falls ihr keine weiteren guten Tipps und Tricks auf YouTube verpassen wollt, dann abonniert auch gerne meinen Kanal. Denn ich versuche jeden zweiten Tag ein Tipps und Tricks Video hochzuladen. Aber jetzt würde ich auch schon sagen, das war's mit dem Video und ciao.